Hallo meine lieben Jungs, mein Name ist Dena, willkommen zum heutigen Dena-Tag. Für uns geht es heute ab nach München. Der Wecker klingelt mit einem wundervollen Ton und erstmal ausstellen hier. Ich muss erstmal schauen, dass Simon wach wird. Oh, er scheint noch nicht wach zu sein. Simon, steh auf. Steh auf. Hör auf, die sollen sowas filmen, sind hoch jetzt in München. Okay, Simon ist geweckt, dann schnell fertig machen und auf zum Flughafen. So, Simon, spät dran. Ja. Jetzt sind wir schon mal am Hauptbahnhof. Ich habe auf dich gewartet, Dena. Ja, ich werde da spät dran, aber ich habe dich geweckt immerhin. Simon, das ist alles hier so leer. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Oh mein Gott, Simon, wir sind als Einzige ausgestiegen, ohne Bahn. Wo sind wir überhaupt ausgestiegen? Hier ist keine Bahn. Ich hoffe, wir sind richtig. Aber da steht Köln vom Flughafen. Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Flug gefunden. Ja, Simon, in 11 Minuten müssen wir los, ne? Erstmal Country Burger gegönnt. Das ist jetzt sozusagen unser Frühstück. Also, du hast hier natürlich gleich den richtigen Burger geholt. Zwiebelringe, Pommes, noch ein Burger. Ich begnüge mich hier noch mit einem schönen, wie ist das Ding nochmal? Brownie Eis oder so? Mhm. Wir hatten das ja schon mal, das könnt ihr auf Simons Kanal sehen, auf ungefilmt. Wie ist das Video? 5-Sterne-Restaurant? Da habe ich das Ding ja hier schon mal gegessen. Mhm. So. Es gibt so 3-Sterne-Restaurants in Deutschland. Ja, ich weiß, aber ein Video heißt so. Egal. Mmh. Mmh. So. Das Wichtige ist die warme Füllung da innen drin. Hier drin das Schwarze, so. Boah. Ich sag dir, das ist hammerlecker und dann das Eis auf. Mmh. Mein Frühstück, wir sind uns aber bei allem. Weil der Flug geht gleich. So, Flugzeug erreicht, alles gut. Wir haben es geschafft, Simon. Ich schaffe das. Oha, auf geht's nach München. Ja, also rein ins Flugzeug und dann ungefähr so 14 Minuten sind wir geflogen nach München. Bisschen die Zeit mit Flappy Bird vertrieben, hat sie mir nochmal gezeigt. Aber er selbst hat es auch nicht so ganz hinbekommen, wie man sieht. Aber egal. Und dann waren wir auch schon in München, haben da Kev getroffen. Sind dann rein ins Taxi und auf zu A, was eine ganz schöne Strecke war. Hey, yo! Ich vlog jetzt hier. Also ich bin dran. Erster. Ach nee, bei dir läuft auch schon. Bei mir lief es schon länger. Wieso macht ihr Video? Ja. Ich immer Video machen wird. Ach so. Kev ist auch drauf. Kev haben wir gerade getroffen. Wir kommen gerade vom Flughafen und haben Kev direkt getroffen. Standes war. Mit großem Schild. Genau. Dass wir alle mit einem großen Geilo-Schild, dass wir alle herkommen sollen. Ja, Geilo. Kommt hierher! Und jetzt geht's auf zu EA. Und da wir noch so relativ früh dran waren, haben wir uns nochmal nach ein bisschen Essen umgeschaut. So, ich habe noch einen Bonbon. Noch einen Bonbon, Kev? Über! Ich habe noch einen Bonbon über. Ja, wir wissen jetzt, wir müssen ordentliches Essen. Du willst doch den Bonbon haben, nicht ich. Jetzt lass mal das Bonbon sein, wir müssen was essen. Wie wär's denn mit diesem wundervollen Gast? Ich kann das gar nicht lesen. Ich kann das auch nicht, aber... Als Augustiner... Aber es scheint da ziemlich zum Beispiel Fleisch zu geben. Und das ist ja genau das... Oh, warte, ist da jemand? Ja. Schweinsbraten. Leicht. Ich glaube... Ja, wir sind jetzt extra für Simon, sind wir jetzt nicht da reingegangen. In das schöne Restaurant, wo es richtig leckere Schweinshaxen und was alles... Hä? Da glaubst du, hä? Das ist wrong? Ihr könnt doch überall reingehen, wo ihr wollt, ihr Hurensöhne. Wir haben das extra für dich gemacht. Und dann wird er aggressiv. Wir haben das extra für Simon gemacht und jetzt wird er aggressiv und filmschräg. Ich dreh die Kamera jetzt mal um. Damit Simon sich was isst du hier überhaupt? Was isst du da? Irgendein Apfelriegel. Ich hab mich voll gefrümelt. Apfelschinkentasche. Ja. Lecker, mit Fleisch. Ja, Simon scheint es auf jeden Fall geschmeckt zu haben. Auf jeden Fall ging es danach dann zum eigentlichen Anlass der Reise, zum Titanfall-Event von EA. Die hatten uns eingeladen in so ein Kellergemäuer, wo sie ordentlich PCs aufgebaut haben und Konsolen. Wo wir uns das Ganze schon mal anschauen konnten, haben sie uns ein paar Fragen beantwortet, ein bisschen Vorträge gehalten, so ein bisschen sehr genau aufgepasst, wie in der Schule haben wir. Das Spiel an sich ist auf jeden Fall cool, hat mich jetzt nicht super umgehauen, aber denke ich, ist eine coole Alternative zu COD und Battlefield. Mal schauen, was daraus in Zukunft wird. Das eigentlich coole am Event war aber einfach die viele andere YouTuber zu treffen und mal mit denen zu sprechen. Von München selbst haben wir wenig gesehen, das war jetzt schon wieder die Taxifahrt zurück zum Flughafen. Ja, die Gang am Flughafen. Jo, was los? Wir sind heute Tag und kannst den Dienstag reinnehmen, pass auf. Hier das Video, wo wir im Flugzeug sitzen, auch ungefilmt. Hey, ZEpicNoob schreibt, was? Kein Privatflugzeug? Wäre das etwas zu billig? Hashtag YouTube Money. Dann schreibt Kai Uwe. Kai Uwe? Dann schreibt Kai Uwe. Sie sind ja immer noch Mensch geblieben, das ist ihnen wichtig. Lecker, lecker Pizza. Ja, ohne Fleisch, lecker. Mmh, Alter, ist das ein Henkersmesser? Alter! Und was trinkst du denn da? Das ist ein Kalpi.
4:16. Simon, wir sind ziemlich spät dran. Letzter Aufruf. Das war knapp, Simon. Ja, wir haben es geschafft. Ja, relativ knapp haben wir dann unseren Flug zurück nach Köln dann aber doch noch bekommen und dann spät abends dann todmüde ging es also zurück in die Heimat. War aber auf jeden Fall ein cooler Tag und nach der Landung natürlich als erstes in Instagram. Nur Simon. Wo war das geschafft? Ja, weiß. Oha, das Foto ist voll noch in Ordnung geworden. Voll, also dafür, dass es im Laufen passiert ist? Nicht schlecht. Ich muss sagen, ich verbessere mich langsam, oder? Ja, ja. So, wir befinden uns jetzt schon auf dem Weg vom Flughafen zurück nach Hause. Und bevor gleich meine abschließenden Worte von dem Abend kommen, nutze ich das hier einfach nochmal ganz schnell, um aus dem Off kurz reinzuhauen. Ich habe dann dem Tag hier überall ein paar Kleinigkeiten gefilmt und das war alles ein bisschen schwer, das alles irgendwie sinnvoll, vlogmäßig, voll im Roundmäßig aneinander zu rein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich muss einfach mal für den nächsten Dienstag, vielleicht aus Paris kommt, mir ein bisschen mal angewöhnen, noch mehr Zeug zu filmen. Junge, wir haben es jetzt geschafft und sind hier zu Hause. Nicht ganz. Ich habe es nur bis in Simons Wohnung geschafft. Die letzte Etage war eine Etage zu viel für mich. Ich habe mich jetzt hier direkt auf den Boden geworfen einfach. Vorne ist irgendwo Simon, vielleicht sieht man ihn. Ich bin riesig todmüde im Flugzeug, gerade schon geschlafen. Und das hast du ja auch schon auf Twitter, hast du es ja auch schon vermerkt gehabt, ne? Ja, in der Twitter-Nachricht. Wir liegen jetzt einfach hier und gehen sofort schlafen, ja, so YouTube-House-Style. War auf jeden Fall ein cooler Tag in München, auch mit Kev zusammen. Ja, und vielen anderen, die wir getroffen haben. Ich habe DocM77. Sehr, sehr cooler Minecraftler aus Deutschland, aber macht amerikanische Videos, zum Beispiel Minecraft. Ja. Sehr cooler Mod. Dann haben wir den Ted noch getroffen. Ja, den Dead Sheep. Richtig. Und dann haben wir noch den Jim Panzer getroffen, den kennt vielleicht jemand aus dem Commander Krieger Team. Ja. Und dann haben wir noch den Pink Panther von Pink Panther getroffen, Wartime Dignity. Richtig. Neben mir saß auch noch der M-Core beim Talken, der war auch cool. Und vielleicht vergessen wir jetzt auch noch irgendjemand. Wir haben auch noch den Chris. Wer ist denn Kanal nochmal fertig? Ist irgendwie so Zahlen oder sowas? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall der Chris, der ist süß. War auf jeden Fall ein richtig cooler Tag in München. Das Spiel teilt im Vorsicht auch ganz interessant aus. Mal sehen, was daraus wird. Also danke EA für die Einladung. Und mal sehen, das war der Dienstag für heute. Vielleicht nächstes Mal aus Paris. Ich meine, München müssen wir uns noch nicht steigern, ne? Ja, nächstes Mal Paris. Okay, also wollt ihr Paris nächstes Mal? Schreibt es in den Kommentaren, ich gehe ins Schlaf. Gute Nacht.